So, was nehmen wir? Ich würde schon gerne noch einen Stachel machen. Stachel machen? Das machen wir mal hier. Ja, so ein geiler Schutz. Und dafür machen wir die Dinger weg. Die werden wir wahrscheinlich. Ja, und dann machen wir noch Strom. Strom, Strom, Strom. Okay, das sieht blöd aus. Zwar guten Schutz, aber ein bisschen Optik muss sein. Nein. Ach, wir machen einfach so. Und den. Und den Strom, den machen wir. Ja. Einfach hier hin. Und wenn wir jetzt hier machen, ja, hier können wir zeigen, ja, wir haben Gift, wir haben Strom. Hier kann man auch gut gucken, wo das Umfeld ist. Finde ich sehr praktisch. Und wir haben Stacheln. Und wir haben schnelle Drehung. Und wir haben, ja, wir haben Augen. Das schon mal, Augen ist, sind natürlich sehr super. Speichern und beenden. Und ich kann auch auf T drücken, damit wir die Geschichte zu sehen bekommen. Denn wenn wir jetzt. Ah, ja. Wir sind alles was gut. Denn wenn wir jetzt hier draufklicken, in die Kreaturenphase eintreten. Aber vorher speichere ich nochmal, bevor irgendwas passiert. Ja, Strom ist halt sehr effektiv. Ach ja, ach ja. So, gespeichert und jetzt hier. Schnell, schnell. So, puh, da haben wir nochmal Glück gehabt. Jetzt sehen wir unsere Zellengeschichte. Und jetzt sehen wir hier, wir haben es geschafft. Wir sind Allesfresser geworden. Allesfressende Zellen ernähren sich von allem, was verfügbar ist. So, wir haben in der Kreaturenphase Hilfe der Erde. Verfügbar in der Kreaturenphase. Wenn du diese Fähigkeit einsetzt, rufst du mehrere Dienerwesen herbei, die dir beim Sozialisieren oder im Kampf helfen. Sozialisieren, das brauchen wir natürlich auch, weil wir wollen anpassungsfähig werden. Das ist eine Mischung aus Kämpfen und Sozialisieren. Das wollen wir auch erreichen, aber mehr dazu in der Kreaturenphase. Fliegender Fisch. Verfügbar in der Stammesphase. Mit dieser Fähigkeit ruft der Häuptling eine Schlange herbei, die die Fische erschreckt, damit diese aus dem Meer an Land springen. Mehr dazu in der Stammesphase. So, Statikbombe. Diese Fähigkeit deaktiviert vorübergehend alle Fahrzeuge, Geschütze und Gebäude. Mehr dazu in der Zivilisationsphase. Weltraumphase. Mit dieser Fähigkeit bekommst du einen Preisnachlass auf jede Art von Standardausrüstung. Mehr dazu in der Weltraumphase. Und wir haben 1 Milliarde und 5 Millionen Jahre für das Ganze gebraucht. Naja, da wird das Let's Play wohl noch ziemlich lange dauern. Und die FPS stützt gerade ein. Ich mache mal einen kurzen Schnitt. Wir sehen uns dann. Bis gleich. Da sind wir auch schon wieder. Die FPS ist jetzt besser. Ja, die ist bei 31. Dann los. Schwimme hinauf, meine Zelle. Schwimme hinauf! Okay, das steht jetzt gerade noch. Denn wir werden jetzt erstmal einen kleinen vorherigen Kreaturen-Editor öffnen. Der öffnet sich eher automatisch. Und es lädt noch ein klein wenig. Ja, es lädt halt sehr schön lange. So, jetzt seht ihr. Es lädt, es lädt. So, da sind wir auch schon. Denn jetzt haben wir hier auch Beine. So. Und hier haben wir jetzt, rufe deinen Partner, um dein Nest zu orten. Aber sei vorsichtig, dass keine Raubtiere in der Nähe auf dich aufmerksam werden. Damit können wir uns paaren, aus unserem Paarungsruf springen. Indem du springst, kannst du schwer zugängliche Gebiete erreichen. Je höher die Stufe, desto höher kannst du springen. Für eine Vorschau drücke im Testaufmodus die Leertaste. Ja, den Testaufmodus gibt es erst später. Ja, wir können gucken, wir können beißen, Stellenangriff, der einem Ziel in unmittelbarer Nähe Schaden zufügt. Rammen. Angriff, der ein Ziel aus sicheren Entfernungen abhängt und bei Kontakt betäubt. Spucken. Schnellangriff, der Projekte auf ein Ziel abfeuert. Das ist übrigens Giftspucken, ne? Damit können wir Gegner auch vergiften. Die sind langsamer und bekommen auch Schaden. Sehr schön. Singen. Singen, um die Kreaturen anzufeuern, die dich gerne akustisch ausdrücken. Bezaubern. Kreaturen mit vielen Detailteilen können hiermit bezaubert werden. So. Wundert euch nicht, dass die Farbe weg ist. Die ist nämlich beim
Baumodus weg, aber beim Bemalmodus ist sie wieder da. Nur, ich glaube, damit ist ein bisschen Arbeitsplatz speichern. Ich mache auch, wir können natürlich jetzt eine komplett neue Kreatur machen, aber ich mache lieber so, dass die Entwicklung sich auch, dass sie auch passt. Ich würde sagen, dass wir mal so was machen. So. So. Ich konzentriere mich so ein klein wenig darauf. So, nicht so einen dicken Schwabbelbauch. Ist doch ekelhaft. So, den Schweif dünner. Ist ja extra Schweif, damit nicht der Tom angetanzt kommt. So. Naja, hier bin ich doch nicht ganz zufrieden damit. Mache ich vielleicht hier noch. Ja, sieht schon etwas besser aus. Dann machen wir es hier, dass es so ein bisschen flügelartig aussieht, mache ich auch gerne. Und hier, die Stacheln hier, die können wir eigentlich so lassen. Das noch. So. Ich finde auch, dass das halt passen sollte, also vom Aussehen her, die Entwicklung. So. Diese Beine, die finde ich am schönsten. Die haben zwar keinen, die machen zwar so keinen Unterschied, aber die sehen halt anders aus. Und jetzt können wir hier noch zum Beispiel hier verändern, ist größer, ist kleiner. Aber warte, so, wieso dicke fette Ömmeldinger? So, und jetzt können wir hier, seht ihr schon, können wir Vorlagen benutzen oder wir können auch unser eigenes Farbmuster machen. Grundierung haben wir schon, das ist das da. Jetzt können wir die Oberfläche machen. Wir können das da nehmen. Jetzt zeige ich mir die einzelnen Sachen. Das ist übrigens schon süß und schrecklich. Ne? Wir können zum Beispiel das nehmen. Aber ich will, passt irgendwie nicht zu unserem Hauptmuster. Sieht zwar schon gut aus. Ich sollte mal die Hand vom Mund nehmen. Ich habe irgendwie die ganze Zeit die Hand vom Mund. Ich würde sagen, das da vielleicht. Was hier? Nee, das da. Oder vielleicht das. Ja, wird sich schon so aneignen. Vielleicht grau oder rot. Rot, 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 rot. Jawohl, das finde ich passt. Das ist meine Meinung, ne? Wenn ihr dagegen seid, schreibt es in die Kommentare. So, hier gibt es auch noch Details, das sind eher so an Gliedmassen. Das, wir haben auch sowas hier. Solche Dinger. Ja, grau finde ich nicht gut aus. Oder? Kommt das zu lassen? Nee, kann man nicht zu lassen. Ich glaube, wir nehmen dasselbe Rot. Das helle Rot. Ja, so kann man... Ja, ich bin zufrieden damit. Und wir können das ja auch noch ein bisschen so enger machen, oder? Nee, sieht eigentlich gut aus. Sieht gut aus. Speichern, beenden. Jetzt steigen wir in die Kreaturenwasser ein. Die Kreaturenphase. Das ist der Ladebildschirm der Kreaturenphase. Die Kreaturenphase ist halt so eine Phase des Tiers. Wir sind jetzt gerade aus dem Wasser rausgekommen und wir werden uns jetzt als Tier weiterentwickeln. Denn die Kreaturenphase ist eigentlich die Phase, in der es entscheidet, wie wir aussehen. Ein neuer Tag bricht an und für dich eine seltsame und wunderbare Welt. Luft füllt deine Lungen, als du deine Gliedmaßen ausstreckst und deine neue Heimat betrittst. Das Festland, das Evolutionswettrennen hat begonnen.